Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um meine Beautybox, die ich mir zusammengepackt habe für dieses Jahr jetzt, für das Jahr 2022. Katze im Hintergrund. Gleich von vorneweg, bitte entschuldigt, ich habe mir meine Nägel noch nicht gemacht. Das lohnt sich für mich heute auch nicht, weil nachher, wenn ich wieder in der Wochenspiegel in die Briefkästen stopfe, das tut den Nagellack und meinen Nägeln leider immer nicht so besonders gut. Und dann lohnt sich das heute für mich nicht, meine Nägel noch neu zu machen. Das mache ich dann morgen. Also seht es mir bitte nach, dass ja, die jetzt gerade noch so aussehen, wie sie aussehen. Wir beginnen. Ja, hier ist das gute Stück. Ne? Wer sich erinnert, das habe ich mir ja letztes Jahr, ne, habe ich mir das bei IKEA gekauft. Eigentlich für unten im Garten, aber ich fand das Ding so cool. Und jetzt ist das wirklich so richtig meine Beautybox, wo ich eigentlich alles drin habe, was ich vorhabe in dem Jahr zu benutzen. Und es dreht sich auch in diesem Jahr wieder um diese Palette. Allerdings weniger um die Eyeshadows, die drin sind. Diesmal geht es um die Lippenstifte. Ich hoffe mal, ich kriege die jetzt so gefahrlos auf, dass ich euch das ein bisschen zeigen kann, weil, naja, zwei von den Lidschatten, ihr seht es vielleicht, hier ist nicht mehr viel drin. Das sind nur noch Brösel, ja. Und hier das Grau, was ich im Moment auch gut benutze, das ist auch nur noch bröselig. Also ich sage mal, es kann schon sein, dass ich die beiden diesen Monat noch leer kriege. Yippie. Aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk liegt diesmal auf... ja, es geht... auf diesen Lippenstiften, die hier oben in dieser Palette dabei sind. Wie man sieht, der hier sieht feuchter aus als die anderen. Liegt daran, das ist der, den ich gerade trage, den ich jetzt aktuell benutze. Und ja, also die habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich möchte das dieses Jahr schaffen, die aufzubrauchen. Deswegen, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre Lippenstifte in Stiftform, Lipgloss und Stifte in Stiftform, ihr wisst, was ich meine, ne? Also solo. Und dieses Jahr möchte ich mich wirklich mal um die in dieser Palette kümmern. Auch die möchten benutzt und aufgebraucht werden. Und ich muss sagen, also wie gesagt, das hier, ja, ist ja jetzt die Farbe. Hier sieht er dunkler aus, als er auf den Lippen dann nachher ist, aber der passt eben gut mit diesem, ein bisschen näher, mit dem Nagellack zusammen. Ich habe mir meine, steht denn das hier so ab? Das sieht irgendwie komisch aus, hä? Ich habe mir die Nagellacke für dieses Jahr auch passend zu diesen Lippenstiften rausgesucht aus meiner immens großen Sammlung. Da kann meine Carina ein Lied von singen, ne? Ich hatte da ein Bild gepostet, hier, gucke mal, passt das zusammen? Oh, lustig, da habe ich ihr das, habe ich das so aufgeklappt gehabt und habe die Nagellacke dann hier so reingelegt und dass sie gucken kann, dass die Farben auch schön übereinander, also zusammenpassen. War lustig. Das kann ich leider mit euch jetzt hier so nicht machen, ja, weil, ja, ich kann die Palette jetzt nicht weiter gerade machen. Seht ihr, was ich meine? Und dann nicht, dass mir meine Brösel hier noch rausfallen. Ja, Fakt ist, wie gesagt, es dreht sich alles darum. Und da zeige ich euch, weil ich die gerade jetzt so schön habe, natürlich nun die Nagellacke dazu. Also, wie gesagt, dieser hier, es ist ein richtig schönes dunkles Blutrot. Das ist eben halt der, wo der Rest hier gerade noch auf meinen Fingern rumscharwenzelt. Den benutze ich halt, jetzt bleib doch mal oben, du Scheißding, für den hier. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, den habe ich mir so auf Körper, glaube ich, mal selber gekauft. Von Reval de Lourdes High Gloss Nail Color, das ist die Farbe, keine Ahnung, hat keine Farbbeschreibung. Doch, 109. Ja, hier steht es, aber ganz, ganz mini, piepselig klein, das könnt ihr gar nicht lesen. Das ist die Farbnummer 109. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Weiß ich gar nicht, weil Reval de Lourdes, das heißt ja jetzt Reval Loves Me, glaube, ne? So, dann
für, warte, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Die stehen hier bloß neben mir, sorry. Wo ist er denn? Nee, das ist der für den. Also bei manchen muss ich sagen, da hat man so viele Nagellacke, ja, und trifft dann doch nicht den perfekten Ton. Aber naja, man kann nicht alles haben. Dann dieser hier. Das ist die 030 von Trend It Up, Terra Attitude. Den habe ich geschenkt bekommen. Von wem habe ich denn den? Den habe ich, glaube ich, von Carina. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ihr wisst, ich habe da mit Probleme, mir zu merken, von wem ich was habe. Den nehme ich für diesen Ton hier dazu. Ja. Dann nochmal von Trend It Up, von Double Volume Shine. Das ist auch witzigerweise die 030. Na, aber halt aus einer anderen Reihe. Der ist hierfür, für den Rosaton. Das ist so ein. Ach, jetzt bleibt doch mal auf, du Luder. Ich will es aber nicht komplett abmachen. So ein, ja, seht ihr, das passt sehr gut zusammen. Das ist so ein helles Altrosa. Dann habe ich doch hier diesen güldenen Ton hier. Da benutze ich dann den hier dazu. Den habe ich auch noch gar nicht so lange. Den habe ich von Uli im Geburtstagspaket gehabt. Das ist von Catrice Chrome Infusion. Die Farbe 05 Unchained Camouflage. Das ist so ein Goldton mit, naja, wie soll ich es denn schreiben? So mit grünen Glitzerpartikeln drin. Also das schimmert auch so leicht grünlich. Und last but not least für diesen Braunton hier, das sieht mir so, wie soll ich so sagen, so Kupfer, Bronze ist es nicht, aber so kupfermäßig sieht er aus. Da habe ich mich für den hier dazu entschieden. Das ist noch das Ähnlichste von was ich gefunden hatte. Der hat allerdings, naja, es ist von The Color Workshop, TCW, aber eine Farbbezeichnung oder sowas hat er nicht. Ich weiß, den hatte ich mal in einem Set, glaube ich, drinne. Da ist nur noch der davon übrig geblieben. Ich glaube, da war auch ein Lipgloss und eine Mascara dabei. Ja, und den habe ich schon lange. Das ist wirklich, sagen wir mal so, der Lack, den ich am längsten in meinem Besitz habe, von denen, was ich jetzt hier mir dazu ausgesucht habe. Ne? Und ja, wie gesagt, und ich werde natürlich auch hier die Lidschattenfarben weiter verwenden. Aber da habe ich mir nun für dieses Jahr noch ein paar andere rausgesucht. Und zwar habe ich mich hauptsächlich an Monolidschatten gehalten. Davon habe ich auch genug und benutze die eigentlich relativ selten. Da habe ich mir ausgesucht, hier von Catrice, von der Limited Edition Haute Future, die 03 Nevergreen Before. Ich mache euch den mal auf. Durch den Sonderpreis drauf, da sieht man das nicht. Aber ich glaube, den habe ich mir den selber gekauft. Ich weiß es gar nicht. Aber ich fand den so schick. Ich glaube, den habe ich auch in noch Farbschlag. In so einem bräunlichen, glaube ich. Ich dachte, den habe ich davon eigentlich zwei. Ja, der möchte dieses Jahr benutzt werden. Da ich das so vorhabe, wie ein bisschen Smoky Eyes nur in diesem Grünton aufzubauen, habe ich mir von Essence aus der Like Unforgettable Kiss diesen hier mit rausgesucht. Der ist auch ganz leicht grünlich. Der hat hier so ein schönes Herzschlossmuster drin. Das war die Farbe 01 Always on My Mint. Den muss ich dann auch aufbrauchen, weil der ist hier unten ist der leicht kaputt. Das tut ja aber dem Fändchen hier oben eigentlich nichts zur Sache. Das Fändchen hier oben ist ja noch in Ordnung und auch der Deckel, aber von unten ist es halt kaputt.
Aber irgendwie sieht das ein bisschen wie reingebissen aus. Katzen? Wer weiß. Keine Ahnung, der ist auch schon eine ganze Weile in meiner Sammlung. Deswegen, aber wie ihr gesehen habt, ich habe ihn noch überhaupt nicht benutzt. Also wird es mal Zeit. Und noch ein Mono habe ich mir dazu getan. Den benutze ich auch gerade. Den habe ich hier in der Lidfalte drin. Das ist von P2 einer. The Future is Mine. Eternal Star. Die Farbe 010. Shadowy Metal. Ja, das ist so ein grauschimmerndes Anthrazit, würde ich das jetzt bezeichnen. Ja, mit so ganz leichten Schimmer, Glitterpartikeln drinne. Wie man sieht, habe ich es auch schon nett benutzt. Aber es ist noch, also die Wirbelprägung bis nach unten, die ist noch vollkommen vorhanden. Wie lange benutze ich den denn jetzt? Eine Woche vielleicht? Ich hatte ja bis zum 8. Urlaub. Und jetzt weiß ich, was ich eigentlich noch gesucht habe. Mir fehlt ein Eyeshadow, den ich noch benutzen wollte. Muss ich gucken, wo ich den hingepackt habe. Nämlich den von, wer mein letztes Adventskalender Öffnungstürchen-Video gesehen hat. Da war ein Eyeshadow von Benefit drin, von Sarah. Ja, ich müsste ihn dann jetzt auch mit benutzen, weil es ist ja schön, dass Benefit eine sehr teure Marke ist. Es ist aber schlecht, dass die Verpackungen nichts aushalten. Ich habe den ja gerade mal das eine Mal geöffnet, wo ich ihn euch gezeigt habe. Es war ja kein Eyeshadow, das ist ja ein Blush. Fällt mir gerade ein Aprikoblush. Ich habe ja bloß gesagt, ich nehme den als Eyeshadow, weil ich Aprikoblush ja eigentlich so nicht trage. Aber ich wollte es trotzdem auch mal als Blush ausprobieren. Da ist vorne gleich, das ist so ein plappriges Plastik. Da finde ich wirklich, da sollte sich Benefit eigentlich schämen, so teuer wie diese Marke ist. Da ist gleich dieses kleine Näschen, was ist hier zum Zuklappen, ja? Ist gleich dieses kleine Häkchen abgebrochen. Ich dachte mir erst so, warum schließt denn der nicht wieder richtig, nachdem ich fertig war mit dem Video? Und dann sah ich schon, dass der abgeknickt war und ich wollte es dann nachher bloß wieder zu, da hatte ich das gleich komplett in der Hand. Also das ist wirklich schade dafür, dass das so eine teure Marke ist. Aber ich muss ehrlich sagen, da bezahlst du auch bloß den Namen mit. Ja, also wenn ich mir da wirklich manche Verpackungen angucke von Kiko oder hier, das ist wesentlich, wesentlich stabiler, ja, hier und nicht so ein bisschen dünnes Plepperplastik. Also es ist leider, muss ich sagen, da muss man von der Marke da wirklich enttäuscht sein, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich hoffe mal, er trägt sich da nachher schön auf. Ich weiß nur leider nicht, ich habe den extra weggetan, damit ich ihn nicht irgendwie kaputt mache weiter, damit er mir nichts rausbröselt oder mir irgendeiner draufhuppt, weil ich hier gerade bei meiner Inventur bin. Also sieht gerade neben mir total lustig aus. Und bin aber leider noch nicht fertig. Jetzt weiß ich nicht, wo ich ihn hingetan habe. Muss ich noch gucken, der fehlt jetzt. Und was ich auch noch nicht gefunden habe, ich benutze im Moment oder wird dieses Jahr mit benutzt, diese Mascara hier von Alterra. Das ist eine 2 in 1. Mit einer Base und dann die schwarze Farbe. Ja, also ich muss sagen, sie haut mich persönlich nicht vom Hocker. Ich trage sie auch gerade. Ja, also ich muss sagen, sie trennt die Wimpern sehr schön. Ja, also es ist kein Verkleben da, aber man braucht, also ich sag mal, zwei, also eine Schicht. Naja, sieht sehr, sehr natürlich aus. Das können wirklich welche nehmen, die anfangen, sich zu schminken, muss ich sagen. Ja, wo es noch nicht so dolle auffallen soll. Aber man sieht, es ist was gemacht. Ab der zweiten, dritten Schicht sieht es dann nachher schon besser aus. Ja, aber wie wir alle wissen, wir haben Mascaras. Da funktioniert das schon beim ersten Anpinseln. Ne? Aber sie ist okay. Ich muss auch sagen, sie riecht sehr gut. Da ist Bio-Kokosöl drinne und diese Base, die riecht doch irgendwie fruchtig, ein bisschen nach Aprikose irgendwie.
Ich glaube, es war auch irgendwas mit Aprikosenkernöl, hatte ich gelesen. Also sie riecht sehr lecker, sehr fruchtig. Also geruchlich ist sie toll, das muss ich schon sagen. Aber sie ist dann für mich kein Nachkaufprodukt. Ich brauche sie jetzt mit auf. Sie ist auch schon eine Weile in meiner Sammlung. Ja, und sie funktioniert auch noch hervorragend, aber es ist kein Nachkaufprodukt. Es haut mich nicht vom Hocker mit Bäm, wie mit meiner Volume Lashes von Essence. Ne? Aber naja, wie gesagt, sie tut trotzdem ihren Dienst. Und ich wollte ja die Lieblingsmascara von Füchsi ausprobieren. Ich habe sie bis jetzt aber noch nicht gefunden. Also ich bin eigentlich so gut wie jetzt alles durch und ich habe sie noch nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Mascara hingepackt habe. Ich kriege eine Meise, auch die goldene von Uli nicht, die ich zum Geburtstag gekriegt habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hingepackt habe. Ja, also zwei Produkte müssen unbedingt noch nachgereicht werden für meine Beautybox für dieses Jahr, weil. Immer wenn ich was suche, direkt finde ich es nicht. Und danach, wenn ich es nicht mehr suche, dann finde ich es irgendwann. Ich bin. Aber ich werde es schon finden, sobald ich mit meiner Inventur durch bin. Hier schon so fleißig neben mir liegt. Wahnsinn. Machen wir weiter mit den Kajals bzw. Eyeliner, die ich mir ausgesucht habe für dieses Jahr. Also mein absolutes Wow-Produkt ist für mich dieser Kajal hier. Dieser Kajal hier, das ist ein 2-in-1 Metal and Matte Eyeliner. Den metallischen habe ich noch nicht ausprobiert, diesen Champagnerton. Ja, den habe ich noch nicht probiert, aber diesen matten, diesen grauen hier. Von Schwarz hatte ich erstmal so die Nase voll, den hatte ich nun die letzten Jahre. Ich wollte jetzt ein bisschen was anderes. Und da habe ich mir den Grauen ausgesucht. Ich muss ihn heute sogar schon das erste Mal anspitzen. Ich benutze ihn auch seit einer Woche. Und könnt ihr ja sehen hier. Ne? Ich trage ihn als Eyeliner oben und am unteren Wimpernkranz. Sehr, sehr weich. Ich muss sagen, der ist ganz, ganz toll. Also das ist mein richtiges Wow-Produkt für dieses Jahr. Allerdings braucht er sich eben durch dieses Weiche, der. Du hast überhaupt keinen Druck am Auge. Also der ist richtig schön. Ich glaube, NDR. NDR. Das ist, glaube ich, nicht. War das mal in einem Adventskalender? Ich weiß es nicht. Oder ich habe ihn mal geschenkt bekommen. Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, dieses Produkt ist toll. Das ist die 01 Be the Jewel on My Crown. Ja, also toll. Toll, toll. Also den liebe ich ganz, ganz dolle. Ich denke mal, der wird dieses Jahr bestimmt leer. Und dann habe ich mir noch ausgesucht von P2, nochmal eine P2-Sache. Matchpoint Beauty, das ist die 030. Oh, ich habe dieses Jahr viel 030, ne? Zwei Nagellacke mit 030, hier 030. Vibrant Turquoise. Na? Den habe ich noch gar nicht benutzt. Den möchte ich vor allen Dingen im Frühling. Oh, der ist auch ganz butterweich. Den habe ich mir eben ausgesucht, eben wegen diesen grünen Tönen, was ich mir jetzt so ausgesucht habe bei den Mono-Eyeshadows. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Oh, der ist ja butterweich. Dann kann ich euch mal den anderen noch zeigen. Ja, das ist der graue. Auch ganz butterweich. Wahnsinn. Mal sehen, wie der jetzt aussieht. Der Metal ist ein bisschen härter, aber guckt euch den Mann. Oh, alter Schwede. Ah, ja. Der ist cool. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich freue mich schon sehr, wieder damit zu spielen. Dann habe ich mir aber auch noch ein Eyeshadow Duo rausgesucht. Weil ihr habt ja gesehen, in meiner Palette, die hellen Farben sind. Entweder schon alle oder fast alle. Und da brauchte ich einfach noch ein paar hellere Farben auch dazu. Habt ihr bei den Monos jetzt gesehen. Und bei dem Duo habe ich mir eins so in, naja, Hautton, Hautfarbe so ausgesucht. Na, das ist von, wie ist es denn? Von Manhattan ist es eins. Trend Secret. Einer ist so ein matter Ton und einer hat ein bisschen Glowy drinne.
Farbbezeichnung steht leider nicht drauf. Ein Farbton in zwei unterschiedlichen Looks, dezent matt oder intensiv schimmernd. Typ für abends, den schimmernden Eyeshadow einfach über den matten auftragen. Ach, Tipp, nicht Typ. Nein, eine Farbbezeichnung steht hier leider nicht. Aber ja, wie gesagt, der ist. Den kann man eigentlich auch als. Den könnte ich auch als Puder benutzen. Und hier ist der schimmernde. Ja, wie gesagt, so als Base eben auch drunter. Bisschen krümlig. Aber auch schon eine ganze Weile in meiner Sammlung. Deswegen. Ja, ich habe mir ein paar neuere Sachen rausgesucht und welche, die ich eben schon länger habe, um auch mal die alten Sachen ein bisschen, aber auch mal um ein paar neue mal auszuprobieren. Dann, den habe ich euch schon gezeigt. Ja, ich möchte unbedingt hier diese Highlighter, diese Mini-Highlighter aufbrauchen. Das ist ja nun auch schon mein drittes, was jetzt hier drin ist. Es waren ursprünglich mal fünf. Ne, diese zwei habe ich dann nachher noch voll und hier, da bin ich gerade dabei. Ich möchte das halt auch brauchen unbedingt, dass ich die Pinsel dann auch mal, die sind auch schon ewig alt. Und was haben wir dann nachher noch? Den habe ich auch mit rüber genommen aus dem letzten Jahr. Das ist ja der von Astor, der Lippenstift, die 025 Cheeky Girl, den ich ja aber als Blush zweckentfremde, weil er auf den Lippen überhaupt nicht schön ist. Zumindest nicht für längeres Tragen. Hatte ich euch ja im Ergebnisvideo, hatte ich euch das ja erzählt. Aber als Zweckentfremdung, als Blush ist er ganz toll. Ja, mir passte das jetzt hier im Moment nur gerade nicht, da ja durch die grauen Augen und den Lippenstift, das war mir mit dem hier einfach zu too much. Deswegen benutze ich im Moment. Den trage ich halt, wie gesagt, eben auch gerade. Auch den Highlighter trage ich gerade. Der ist eben nicht zu intensiv, da ja der Lippenstift recht dunkel ist. Der passt auch gut zu meinem Haar, sehe ich gerade. Benutze ich aus der Essence Rock Out Reihe, aus dieser LE, den Multicolor Blush. Das ist ein Trash von Sarah. Das war, glaube ich, im Adventskalender im Dezember, am 6. Dezember. Ich glaube, beim Nikolausi war der drin, ne? Also ich finde ihn ganz, ganz toll. Er hat auch einen richtig schön fließenden Übergang. Er ist, obwohl ich dann richtig schön rein, kommt auch das Lila nicht so extrem durch. Also ich finde ihn ganz, ganz toll. Und ja, Sarah hat es ja schon gesagt, dass der eben gleich in meine Beautybox mit eingezogen war. Und ja, mal sehen. Viel hatte sie davon nicht. Ich weiß nicht, ob sie ihn überhaupt mal getragen hatte. Aber, also ich persönlich finde ihn ganz, ganz toll. Ja, also ich freue mich, dass ich ihn habe. Dann, ja, die Puderpalette, oder es war ja eigentlich eine Contouring-Palette von Trended Up. Die Face-Contouring-Palette, zwei von drei sind jetzt alle. Habe ich allesamt als Puder benutzt. Jetzt wirklich gerade zur Hochwinterzeit benutze ich jetzt nun hier, was eigentlich der Highlighter sein sollte. Dadurch, dass der aber komplett matt ist, man sieht, ich habe keinerlei Glow irgendwie im Gesicht, außer hier, wo ich wirklich mit dem Highlighter vom Pinsel gearbeitet habe. Ich benutze ihn als ganz normalen Puder, so wie ich die anderen beiden Sachen auch benutzt habe. Und ja, man kann es aber noch lesen. Highlight, ne, so lange benutze ich ihn noch nicht. Als Bronzer, den trage ich im Moment noch nicht, weil ich den noch hier in der Stube liegen hatte von der Inventur machen. Das ist der Chocolate Lovers von Reval de Lupian. Den habe ich auch mal von Sarah. Der riecht auch lecker köstlich nach Schokolade. Ihr seht, ja, der ist auch feinartig in der Benutzung. Den habe ich aber auch schon letztes Jahr angefangen, nachdem mein Bronzer aus der Palette ja alle war. Und ja, der wird jetzt dieses Jahr fleißig weiter benutzt. Und noch ein Produkt habe ich, was ich in der Box mit drin habe. Und zwar habe ich mir auch noch ein Eyeshadow Quattro rausgesucht. Und zwar ist das auch von Essence.
Es steht da auch for Cheeks and Lips. Also man kann sich das wohl auch auf die Lippen schmieren. Obwohl das. Obwohl es alles Puder ist. Ja, das sind die Farbtöne. Ja, also auch schön, very, very glitzernd. Beziehungsweise ist glitzernd, aber so Schimmer, wirklich ja wie Diamant, wie es ja hier oben auch abgebildet ist. Aber eben, wie gesagt, hellere Farben. Von dunkel habe ich noch genug in der Palette drinne. Und mir ging es hauptsächlich darum, also was steht da? Highlighting and Transforming Prismatic Palette. Ich werde es auch wieder als, als Eyeshadow verwenden. Mir ging es aber hauptsächlich um diesen schönen Grünton, der dann nachher schön zu meinen rausgesuchten Mono-Eyeshadows passt. Die werde ich aber erst so ab Frühling danach verwenden. Also jetzt, solange noch Winter ist, werde ich ja den Grauton aufbrauchen und ich hoffe mal, dass ich auch den Lippenstift in dem Zeitraum schaffen werde und dann werden auf jeden Fall die helleren Farben verwendet. Bei Dunkel habe ich auch letztes Jahr relativ oft geschminkt. Und dieses Jahr habe ich halt einfach mal Bock wieder auf Grün und hellere Farben. Aber wie ihr seht, kein Rosa. Ja, obwohl Frau Füchs mir ja in meinem Weihnachtspaket war ja ein rosa Nagellack drin, wo sie geschrieben hat, dieses Jahr darf man wieder rosa tragen. Ich sag mal, ich habe ja einmal rosa, dieses Altrosé. Aber so kräftiges, knalliges Pink habe ich im Moment, dieses Jahr habe ich mir so beschlossen, keine Lust drauf. Nö, nö, nö. Dieses Jahr mal nicht, aber ich denke mal, 23 wird es dann nachher wieder einziehen. So, ihr Lieben, ich hoffe, meine Beautybox für 2022 gefällt euch. Ich werde euch natürlich so einige Looks damit schminken. Ne, da werden kleine wieder Let's Schmink and Talks gedreht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, hoffe ich. Bis dann. Tschüss. Mua.